Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Gero D. Ich habe mir was Neues gekauft, nämlich diesen akkubetriebenen Hochdruckreiniger von der Firma Works, der mich zukünftig bei kleineren Reinigungsarbeiten rund um unser Haus, aber auch unser Grundstück und natürlich auch unserem Wohnmobil entsprechend unterstützen soll. Und in diesem Video möchte ich euch einladen, gemeinsam dieses Gerät mit mir einigen Tests erstmalig zu unterziehen. Bevor wir das aber tun, möchte ich euch gerne kurz noch den Lieferumfang präsentieren und natürlich auch einige technische Eckdaten aufzeigen. Bei dem von mir gekauften Gerät handelt es sich übrigens um das Modell WG633E. Das ist meines Wissens nach tatsächlich das aktuell stärkste von Works produzierte akkubetriebene Hochdruckreinigergerät. Es hat eine Ausgangsleistung von 56 Bar und die Durchflussmenge beträgt bis zu 220 Litern pro Minute. Der Hochdruckreiniger arbeitet übrigens mit den von Works hergestellten 20 Volt Akkus aus der PowerShare Reihe. Die bietet ja eine Vielzahl von anderen Geräten. Das ist im Übrigen einer der ganz großen Vorteile, denn ich habe bereits schon Works Geräte im Einsatz, wie zum Beispiel diesen akkubetriebenen Kompressor, sodass ich hier also problemlos auch die Akkus untereinander tauschen kann. Den Lieferumfang in der von mir gekauften Version, den kann man schon fast als überkomplett bezeichnen. Neben dem eigentlichen Hochdruckreinigergerät befindet sich noch das Verlängerungsrohr im Lieferumfang. Auf diesen sitzt eine abnehmbare, aber auch in der Strahlstärke entsprechend in verschiedenen Stufen verstellbare Hochdruckreinigerdüse. Des Weiteren wird ein 20 Volt Akku in der 4 Amperestunden Version mitgeliefert. Ich gehe davon aus, dass hier ein Einsatzzeitraum von 20 bis 30 Minuten damit erreicht werden sollte. Das werden wir aber auch gleich in der Praxis mal testen. Natürlich gibt es dann auch ein entsprechendes Ladegerät für diesen Akku. Und jetzt komme ich zu der ersten Besonderheit hier dieses akkubetriebenen Hochdruckreinigers. Im Prinzip kann ich ja jede Wasserquelle hier anschließen, also ganz normal erstmal über den regulären, ich sag jetzt mal Gardena-Anschluss, entsprechend einen Schlauch. Aber es wird auch ein eigener Schlauch mitgeliefert, übrigens ungefähr 6 Meter lang. Und mit diesem eigenen Schlauch kann ich im Prinzip aus jeder Wasserquelle entsprechend Wasser zum Hochdruckreiniger zuführen. Das geht sogar so weit, dass ich jetzt hier den im Lieferumfang ebenfalls mit befindlichen ausklappbaren Eimer heranziehen könnte. Ich muss also nicht aufwendig erst meinen Gartenschlauch abrollen. Wie auch immer, vielleicht habe ich auch gar keinen entsprechenden Anschluss zur Verfügung stehen. Und das zeichnet eben die Besonderheit dieses akkubetriebenen Hochdruckreinigers aus. Ich benötige im Prinzip keinen Stromanschluss und streng genommen auch keinen Wasseranschluss. An diesem 6-Meter-Schlauch befindet sich am Ende sogar ein kleiner Grobfilter. Das heißt, wenn hier entsprechend Wasser angesaugt wird, soll vermieden werden, dass hier irgendwelche Sedimente dem Gerät praktisch zugeführt werden. Und selbst wenn ich den Schlauch mit dem Wassereimer nicht verwenden möchte, dann könnte ich in der reinen Theorie über den mitgelieferten Adapter sogar hier eine PET-Wasserflasche aufschrauben, aus der dann die Flüssigkeit entnommen werden würde. Ob das in der Praxis Sinn macht, vermag ich aktuell nicht zu beurteilen, aber prinzipiell besteht eben die Möglichkeit. Des Weiteren haben wir noch eine Reinigungsbürste, also eine klassische Autowaschbürste mit im Lieferumfang. Und zu guter Letzt gibt es noch eine kleine, ich sag jetzt mal, Sprühdose, mit der ich hier Reinigungsmittel eben entsprechend aufgeschäumt auf mein Fahrzeug, auf den zu reinigen Gegenstand aufbringen kann. Nun aber genug der Theorie, wir wollen jetzt endlich auch einsteigen in den Praxistest. Mein Fahrzeug ist noch relativ dreckig von meiner letzten Belgien-Luxemburg-Tour, zu der ich im Übrigen auch ein paar Videos schon veröffentlicht habe. Einige werden noch kommen, übrigens sehr zu empfehlen als Reiseland für uns Camper, das aber nur am Rande. Einen Hinweis möchte ich vorab trotzdem noch geben. Meines Wissens nach gibt es kein gesetzliches Regelwerk, welches bundeseinheitlich Gültigkeit hat für das Fahrzeugwaschen auf privaten Grundstücken oder eben im öffentlichen Verkehrsbereich. Da gilt es eben herauszufinden, was für Verordnungen es je Gemeinde gibt. In vielen Gemeinden ist es tatsächlich so, dass es prinzipiell erlaubt ist, aber der Einsatz von Reinigungsmitteln eben entsprechend verboten ist. An dieser Regelung möchte ich mich hier auch an meinem Standort entsprechend ausrichten. Ich werde also insofern ausschließlich mit klarem Wasser heute hier arbeiten. Dafür werden wir aber verschiedene Reinigungen durchführen, eben nicht nur meines Wohnmobils, damit man mal ein bisschen besseren Eindruck hat. Es ist aber auch klar, dass ein solch akkubetriebenes Gerät, auch wenn das hier schon
hoffentlich relativ leistungsstark sein soll, niemals einen großen Hochdruckreiniger setzen wird. Ich glaube, es gibt aber doch Einsatzszenarien, die den Einsatz eben entsprechend sehr komfortabel gestalten und auch sinnhaft erscheinen lassen. So, den Gardena-Schlauch, den habe ich jetzt hier bei mir angeschlossen und natürlich habe ich jetzt auch den Akku komplett geladen. Der Akkuzustand lässt sich ja auch über die LEDs hier entsprechend abfragen. Den Akku habe ich eingeschoben und jetzt soll es auch losgehen. Vorab eben noch der Hinweis, ich starte mit 40 Grad in der Düse hier entsprechend. Das heißt, ich habe einen relativ breitwinkligen Strahl und wir gucken mal, wie dann die Reinigungsleistung ist. Und das ist genau das, was ich vorhin noch kurz aufgezeigt hatte. Das Fahrzeug ist nach der letzten Tour noch recht dreckig. Man sieht hier überall Staubreste und genau dafür, glaube ich, bietet sich eben dieser Akku-Hochdruckreiniger an, um mal schnell eben die Felgen abzuwaschen, um mal schnell eben so einen Staub runterzuwaschen oder auch vielleicht Taubenkot von der Scheibe zu entfernen. Ja, das klappt tatsächlich schon echt gut. Also für mich auf den ersten Eindruck hin absolut ausreichend von der Reinigungsleistung und meines Erachtens auch recht lackschonend, denn ich habe mir tatsächlich auch schon mal bei einem anderen Fahrzeug den Lack beschädigt mit einem zu groß dimensionierten Hochdruckreiniger. Das war jetzt Vogelmist. Geht gut weg. Und wie man unschwer merkt, das Wetter wird schlechter. Ist natürlich immer so, wenn man gerade mal ein Video machen möchte. Ich will aber trotzdem ganz kurz auch noch einmal diese Funktionalität der Schaumpistole aufzeigen, ohne dass ich das Fahrzeug damit waschen möchte. Aber nur, dass man mal einmal die Leistung sieht. Wie kann ich denn, wenn es denn erlaubt ist, überhaupt mit dieser Pistole arbeiten, um Schaum aufzubringen? So, jetzt höre ich auch schon auf, weil ich es einfach nicht übertreiben möchte, aber ich glaube, ich kann sagen, das sieht sehr, sehr gut aus. Der Schaum, der ist sehr regelmäßig hier verteilt und ich denke, wenn der einwirken kann und entsprechend anschließend nochmal wieder abgereinigt wird, dann dürfte das auch ein gutes Ergebnis sein. Ja, ich merke, die Akkuleistung, die lässt tatsächlich jetzt nach. Ich glaube, meine Schätzung war richtig. Schauen wir mal. 20 Minuten, denke ich, arbeite ich jetzt an diesem Fahrzeug. Ist auch fast sauber. Ja, und wir haben noch einen Punkt auf dem Akku von insgesamt 6 Punkten. Das heißt, der Akku, der ist jetzt auch wirklich leer. Aber ich denke, mit 20 Minuten, da kommt man schon ein gutes Stück weiter. Es gibt im Übrigen auch die Möglichkeit, bei dem Hochdruckreiniger den sogenannten Eco-Modus einzuschalten. Der dürfte dann natürlich auch weniger Strom verbrauchen, aber die Reinigungsleistung wird natürlich auch geringer sein. Habe ich jetzt für diesen Test gerade nicht benutzt. Jetzt möchte ich noch mal kurz testen, wie lange ich mit dem mitgelieferten Eimer wirklich hier Wasser entnehmen kann, also den Hochdruckreiniger entsprechend betreiben kann. Es wird auch ein Clip mitgeliefert, der dient wahrscheinlich dazu, so meine Vermutung, hier oben diesen Schlauch entsprechend zu fixieren, dass der sich nicht lösen kann. Den Schwimmer, den habe ich ein Stück weit nach oben gezogen, weil ich will ja, dass er möglichst viel von dem Wasser aus dem Eimer auch entnimmt. Schauen wir mal, ich zähle mal in Gedanken mit, wie lange ich damit eben arbeiten kann. Ja, ich habe jetzt ungefähr 1,5 bis 2 Minuten, würde ich sagen, so habe ich im Kopf zumindest mitgezählt, mit dem Eimer hier gearbeitet. Das finde ich beeindruckend. Der Eimer ist zur Hälfte ungefähr leer. Ich denke, für kleinere Reinigungsarbeiten, wie zum Beispiel das Abspritzen von einem Mountainbike oder von einem E-Bike, wie auch immer, ist das absolut ausreichend, schnelle Reinigungsarbeiten hier eben zu gewährleisten, da wo ich keinen Wasseranschluss habe oder eben auch vielleicht mal zu viel Aufwand ist, den eigentlichen Gartenschlauch abzurollen. Finde ich eine super Idee. Und da ich ja immer weiß, dass Reinigungsleistung gerade am Auto auch schwierig darstellbar ist, habe ich mir jetzt überlegt, ich gehe mal bei uns zu unserem Gastank. Der wurde jahrelang tatsächlich nicht mehr gereinigt. Der sitzt wirklich voll mit Grünspan. Ich habe jetzt hier mal so ein bisschen mit dem Finger schon ausprobiert. Der lässt sich extrem schwer entfernen. Also ist wirklich richtig, richtig dick. Und da versuchen wir jetzt nochmal mit dem Akku-Hochdruckreiniger ein Stück weit von diesem Tank hier auch zu reinigen. Wow, da habe ich gar nicht mit gerechnet, dass das doch recht gut geht. Also, da muss man natürlich ein paar Mal drüber. Aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass es überhaupt gehen würde. Da bin ich ja schon einigermaßen beeindruckt. Das ist wirklich richtig dicker Grünspan.
Und ich werde jetzt auch nochmal die Düse eben entsprechend verstellen. Vielleicht kriege ich dann nochmal mehr Reinigungsleistung hin. Jetzt habe ich die Düse mal auf 0 Grad eingestellt. Das heißt, der Strahl, der wird konzentrierter sein, damit mehr Kraft haben. Mal gucken, ob wir diese letzten Punkte damit auch noch wegkriegen können. Oh, tatsächlich, das geht wirklich nochmal besser. Da habe ich jetzt eigentlich gar nicht mit gerechnet, dass man auch diese letzten Punkte hier wegkriegen würde. Wie gesagt, zur Erinnerung nochmal, dieser Dreck, der sitzt jetzt hier seit Jahren drauf. Wir wohnen hier direkt am Wald und der Grünspan, der ist natürlich erheblich hier. Jetzt habe ich die Düse nochmal abgemacht und gegen die mitgelieferte Autowaschbürste getauscht. Vielleicht funktioniert das hier. Ich denke, das könnte eine Möglichkeit sein, zumindest eine grobe Vorreinigung durchzuführen oder vielleicht nach dem Düseneinsatz nachher eine Nachreinigung. Ich will es einfach auch nur mal testen, um es kurz aufzuzeigen, wie das überhaupt funktioniert. Ja, gar nicht so schlecht. Dann möchte ich abschließend auch zu einem Fazit kommen. Mich hat der Akku-Hochdruckreiniger von der Firma Works hier wirklich überzeugt. Gerade die Vielzahl des mitgelieferten Zubehörs, die lässt einfach eine Menge an Einsatzmöglichkeiten zu, am Haus unterwegs sogar. Gerade aufgrund der kleinen Transportmaße könnte ich mir sogar vorstellen, dass man das Gerät, insbesondere bei einem größeren Wohnmobil, womöglich sogar mit sich führt. Und ich habe mir einfach auch noch mal ein kleineres Einsatzrohr hier gekauft. Das liegt auch so um 15 Euro. Und dann ist das Ganze noch mal kompakter. Ich erhoffe mir daraus, dass ich damit auch in meinen Innentank, also in den Frischwassertank zum Beispiel, reinigen kann und damit etwas besser in die Ecken komme. Ja, und was ja auch nicht so ganz unwichtig ist, ist der Preis. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich hier einen Kundenrückläufer kaufen konnte. Ich habe für das Komplettset 150 Euro inklusive Akku und auch Ladegerät bezahlt. Regulär liegt dieser Preis bei ungefähr 250 Euro mit Akku und Ladegerät. Aber wer sich schon im Works-Universum befindet, kann ja beispielsweise auch eine Version ohne Akku und ohne Ladegerät kaufen und damit sein Invest entsprechend nochmal reduzieren. Das ist übrigens, wie ich eingangs des Videos ja auch schon sagte, die stärkste Version. Die würde ich auch empfehlen. Das ist die Version mit einem bürstenlosen Motor. Die ist verschleißfrei. Und ich denke, der Mehrpreis von ungefähr 80 bis 100 Euro gegenüber der günstigeren Version, die eben auch nicht die Leistung aufweist, der ist dann gerechtfertigt. Würde ich nicht am falschen Ende dran sparen. Jetzt bin ich auch wirklich am Ende des Videos. Ich freue mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn es nicht gefallen hat, dürft ihr trotzdem einen Daumen hoch geben und natürlich auch über ein Abo. Dann sage ich mal auf bald, macht es gut, euer GeoD.